Und damit moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguess. Ja, vielleicht, ich sage mit Absicht, vielleicht seht ihr, wenn ihr diese Folge anschaut, ein kleines, lustiges Webcam-Bildchen in einer der Ecken. Das sage ich mit Absicht mit vielleicht, weil ich momentan Probleme mit der Webcam habe und deswegen in jedem Let's Play gerade ein bisschen ausprobiere, ob die Webcam funktioniert. Auch so jetzt im Minecraft-Let's Play einmal. Warum fehlt da Holz? Auch so jetzt im Minecraft-Display einfach mal eine Runde Webcam aufgenommen. Wenn es nicht funktionieren sollte, habt ihr keine Webcam. Wenn es funktionieren sollte, dann funktioniert es hoffentlich wieder. Ich muss nämlich bald The Forest wieder aufnehmen und dann muss das wieder funktionieren. Deswegen muss ich da ein bisschen, ihr wisst schon Bescheid. Und privat da mal eine Stunde mich hinsetzen, habe ich momentan absolut gar keine Zeit. Deswegen muss es leider so gehen. Aber es stört ja nicht. Wenn es halt da ist, ist es ein Bonus für euch. Wenn es nicht da ist, ist es halt kein Bonus für euch. Ganz einfache Sache. Wir gehen nach draußen, denn wir brauchen Level 30. Das ist wichtig. Wir wollen... Boah, jetzt dachte ich schon. Wir wollen ja ein bisschen verzaubern, deswegen brauchen wir Level 30. Also begeben wir uns mal nach draußen. Und schauen mal, was wir finden. An Gezombe. Und da ist schon der erste, der zweite und der dritte. Aua. Na gut, dann so. Aua. Das tut weh. Warum irgendwie... Ich muss mich gerade erstmal reinfinden. Oh. Ich muss mich gerade erstmal wieder reinfinden. Ja, du machst weh keinen Schaden. Genau. Ich muss mich gerade erstmal reinfinden, weil... Oh, 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 Creeper. Okay. Irgendwie wackelt die Kamera gerade ein bisschen seltsam. Wie viel FPS habe ich denn? Stabile FPS eigentlich. Für Minecraft halt. Was heißt bei Minecraft schon stabile FPS? So. Nicht schon wieder. So, super. Auch du musst leider sterben. Ganz einfach, wir haben genug Schafe. Das heißt, hier draußen bist du leider nicht sicher. Das tut mir sehr leid für dich, aber ist nun mal so. Oh, aua. So, komm mal her. Gut, dass wir das klären konnten. Haben wir das... Wo? Wo denn? Ach da. Spinny, hier bin ich. Spinny? Dich habe ich gesehen. Hihi. So, da ist noch eine Spinny. Na süße. Ach, Spinny Reiter war das. Wo ist der? Spinnenreiter? Scheiße. Ach da. Okay, super. Der ist nicht in die Luft geflogen. Das gefällt mir super. Ich muss jetzt merken, in die Kamera zu gucken. Normalerweise habe ich von Minecraft... Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Das Mikro steht seltsam. So. Ah, okay. Jetzt geht es natürlich besser. Super. Dann wollen wir mal schauen, dass wir hier... Schäfchen. Genau den habe ich gesucht. Wir sind bei der... Ach, oh mein Gott. Wir brauchen unbedingt eine Hühnerfalle oder irgend sowas. Irgendeine Fallenart. Brauchen wir irgendeine Vorrichtung, wo wir ein bisschen leveln können. Das ist... Ein bisschen Katastrophe hier. Zombie. Wenn man Zombies haut, kommen ja mehrere Zombies. Das ist sehr gut. Sie wollen noch. Wo sind denn die anderen Zombies, die jetzt kommen müssten? Jetzt enttäusch mich nicht, Spiel. Komm schon. Zombies. Oh, du. So, mit der Rüstung kommen wir getrost, wenn die Spinne ignorieren, wenn die hinter uns ist. Das stört uns gar nicht. Bogen gedroppt haben sie immer noch nicht, die Schweine. Die Priester, die. Oh jo. Autsch. Da esse ich mal ganz kurz was.
Ich hab gehört, im Wasser gegen Skelette kämpfen, das ist intelligent, was man machen kann. Ja. Es ist sinnlos. Ja. Der hat so ein Geltungsbedürfnis, das Skelett, ne? Alter, sag mal, spinnt der? Schätze ich jetzt eigentlich Kollegen dafür nieder. Und ich, oh, hier so eine Enderperle ist auch nicht schlecht. Na, guck mal her. Genau. Wo denn? Ach hier. Super. Geltungsbedürftiges Skelett. So, was haben wir hier noch so? Ich würde gerne die Grafik runterstellen wieder. Wir haben übrigens wieder ein neues Update. Also ich wollte gerade... Zudem, ich wollte gerade Maps, Maps, genau. Ich wollte gerade eigentlich Mods installieren, aber das ging nicht, weil Minecraft meinte, wieder auf eine neue Version updaten zu müssen. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr auf 1.8.1, sondern ich bin auf 1.8.3. Irgendwie muss ich da automatisch Update eingestellt haben. Aus dem Wasser. Na gut. Dann halt nicht. Ich bin einfach die ganze Gegend zu pflücken und ich, ja, naja. Hier draußen sitze ich eh nicht. Nur in unserer Festung darf nichts passieren. Ich schätze mal ein paar Schafe, kriege ich da ein bisschen... Hammelfleisch! Wann ist das denn hinzugekommen, das scharfe Fleischtruppen? Interessant! Da bringt das ja richtig was, Schafe zu killen. Aua, aua. Aber cool, dann, ja, dann tut mir leid, Schafe, dann werdet ihr jetzt ein bisschen leiden. Ich hätte gern Plünderung 3 auf das Schwert, das wäre so geil. Ihr könnt mal wirklich durchschnetzeln hier und dabei auch noch ordentlich was looten. Martin Luther King, ja, ja, das, ja, ich weiß das, Alter. Ich brauche ein paar neue Schafe. Schafe, Schafe, damit ich heute Nacht schön schlafe. Zombie! Aufs Maul! So. Ja, was haben wir hier noch schon? Die wollen sie uns irgendwie nicht zeigen. Die merken, dass wir auf Level aus sind. Und verstecken sich natürlich. Es ergibt ja Sinn. Ein paar, die noch nicht gerafft haben, wie die Welt funktioniert. So. Bam! Bam! Aua. Oh, guck mal, ich in das Skelett, wir haben Pinball gespielt. Ja, der Gewinner stirbt, der Verlierer stirbt übrigens. Was war die Regel? So. Ihr könnt wahrscheinlich direkt in mir explodieren, wenn würde mit der Rüstung nichts passieren. Zumindest nichts, worüber ich mir Sorgen machen müsste. So, ich habe auch, es soll ja eigentlich bei Minecraft diese aufgeladenen Creeper geben, aber ich glaube, das habe ich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Das habe ich schon mal gesehen, ein einziges Mal, das war, habe ich so gespielt, bevor, das war glaube ich sogar noch vor dem Minecraft Let's Play war das. War das davor? Ich glaube, das war sogar davor. Aber sonst habe ich das noch nie gesehen. Das ist ja, wenn Creeper vom Blitz getroffen werden und dann pumpen die sich auf und können mega krass detonieren, aber ich weiß nicht, wenn dann, was ist, Alter, was denn hier passiert? What the fuck? Lalalalalala. Fröhlicher Endertag hier gewesen. Alter, wie zerpflückt hier einfach alles ist. Das in Endermännern ist so eine Katastrophe, glaube ich. So eine ganz kleine Katastrophe. Es soll ja jetzt auch Hasen geben und Hundis. Die Hundis, habe ich ja gesagt, die spawnen uns noch. Das habe ich noch nicht vergessen. Das hatte ich nur zu dem Zeitpunkt vergessen. Es soll jetzt auch Hasen geben. Die sollen noch überall spawnen, die Hasen. Aber ich habe noch keine gesehen. Ich hoffe, die spawnen in den alten Regionen, sonst müsste ich mir da auch mal zwei erholen. Weil ganz ehrlich, es geht nicht, dass wir uns dieses Dinger über 50 Kilometer herholen. Dann spawnen wir uns einfach mal zwei Häschen und dann tun wir die Züchte. Das ist auch kein Problem. Also, daran soll es nicht mangeln, dass wir da... Ich meine, es macht auch keinen Spaß für euch, wenn ich da 10 Folgen lang so einen Hasen suche und dann nochmal losziehe, den nächsten Hasen zu holen. Das habe ich eigentlich für Hacken dabei. Effizienz und Glück und Effizienz und Behutsamkeit. Dann nehme ich das bei der Behutsamkeit. La 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 la.
Ich kann die Glücksnäcke bei dem nehmen. Den krieg ich wenigstens ein paar Level noch dazu. Weil ganz ehrlich, Kohle. Komm, Kohle. Also ehrlich. Also ehrlich. Ich bin hier im Wald, diesem Schaf war kalt, es ist leider erfroren. Ich bin nicht als Sänger geboren. What the fuck? Hier hinten war eine Kühe, gell? Hier könnte man Kühe vielleicht mal schlachten. Wenn sie wieder neu gespawnt sein sollten. Fleckt. Zum Glück gerade gar nicht. Was ist hier los? Vielleicht liegt's an der Sicht. Ressource-Pakete. Hab ich das Honigball? Warum leckt das? Ich bekomme ja einen Knall. Es könnte im Webcam-Modul liegen. Ich gebe mal ganz kurz die Minecraft eine höhere Priorität. Eine höhere Priorität. Na gut. Wir müssen sowieso noch einen Einsatz überlegen. Ich meine, ich spiele wirklich gerne mit dem Honeyball Director Back. Das Problem ist wirklich, dass das Das Problem ist, dass das Honeyball Director Back nicht geupdatet ist auf 1.8. Das ist natürlich eine wesentlich ältere Version. Und wir fanden jetzt, also ich fand sowieso das Sparkskraft. Das Sparkskraft ist sogar ein 128er Pixelbild. Okay. Wir haben auch das R3D, das ist auch nicht schlecht. Default 3D, weiß ich jetzt gar nicht, ob das funktioniert. Und das Witzige ist, es läuft flüssiger als das Honeyball Texture Pack. Obwohl es doppelt so große Aufdings hat. So, nehmen wir mal das wieder. Das fand ich sowieso sehr schön. Ich finde es sehr schade, dass sie keine Texture Packs mehr macht. Ich weiß nicht, warum sie es nicht mehr macht, ob sie einfach keinen Spaß mehr hat daran. Aber sie spielt ja noch Minecraft. Ich kann es euch nicht sagen. Da ist der Kuh, die hole ich mir. Hier im Dschungel ist sowieso ein bisschen laggy. Also hier im Dschungel ist krass. Ich werde bei Minecraft wahrscheinlich auch nicht allzu oft eine Webcam anmachen. Gerade deswegen, weil die Webcam frisst natürlich auch unheimlich. Weil die nebenbei ja natürlich noch eine zweite Aufnahme macht. Du hast jetzt die Fraps-Aufnahme und du hast dann natürlich die Webcam-Aufnahme. Die beide parallel aufnehmen und auch erst danach dann... Also da gleichzeitig auch die Bilder, die Videos schon verarbeiten. Das frisst natürlich unheimlich. Boah, jetzt habe ich eine Kuh gefunden. Ich bin so stolz auf mich. Wow. Hab ich denn gerade... Was habe ich denn alles... Ganz schön was gesammelt, oder? Rohes Hammelfleisch. Hier ist soweit irgendwie jetzt gar nichts mehr. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Ich möchte eigentlich gerne Level 30... Aua. Mit wo? Ach da. Komm her, Hammel. Heißt das Ding jetzt eigentlich auch Hammel oder ist das jetzt immer noch ein Schaf? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass du es zum Hammel... Ich weiß. Hammel ist, Hammel... Ist Hammel vom Schwein? Das ist ziemlich traurig, dass er jetzt Koch gerade... vom Schwein. Ist Hammel vom Schaf? Ich glaube, das ist der männliche... Es müsste der Schafsbock sein, gell? Ich bin mir sicher... Ist traurig natürlich, dass ich als Koch jetzt gerade nicht weiß, aber... bin... Jetzt ein bisschen überfragt. Ich glaube, es ist vom männlichen Schaf. Ich kann es aber nicht mit Sicherheit sagen. Wenn du es weißt, schreib es doch in die Kommentare. Hammel? So. Sind natürlich alles männliche Schafe. Ich will nicht wissen, wie die sich... Boah. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich auch nicht drüber nachgedacht jetzt, nein. Problem beim Messen, ich stelle mir sowas gerne bildlich. Also gerne nicht, aber ich stelle es mir bildlich vor. So, ich tue mal hier einfach ein bisschen Holz jetzt abernten. Dann tun wir jetzt einfach nachts. Du wirst was zu tun, ist langsam mal ein bisschen Holz hier abernten und können dann nachher vielleicht ein bisschen weiter leveln. Weil Holz brauchen wir sowieso. Wir machen so selten Holzsammelfolgen, da tun wir jetzt einfach mal ein bisschen Holz roden hier. Holz roden. Ich brauche nehme auch gar nicht so viel auf, glaube ich, jetzt, weil ich habe noch 8 Folgen. Ist wirklich lediglich nur dazu da. Mal die Webcam auszutesten und damit ich dann am Mittwoch, wenn ich frei habe, nicht allzu viel zu tun habe,
Ich habe jetzt überlegt, ob ich vielleicht für Vlogdog das Video zu Ende mache, aber da brauche ich ein bisschen Motivation dafür, weil das sollte schon was Cooles werden. Also nicht, dass ich hierfür nicht motiviert wäre, aber ich habe nicht allzu viel Zeit heute. Was damit auch mal Rosen ein. Wir sammeln einfach mal alles ein hier, so richtig oldschool, wo man früher noch mit Minecraft durch die Welt gerannt ist und einfach alles gesammelt hat, was man gefunden hat. So machen wir das jetzt. Wir sammeln jetzt die ganze Wiese leer. La 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 la. Ich brauche eine coole Musik dazu. Moment.